Tag. Es gibt da so ein Wort, zwei Wörter, die mir in einem gewissen Kontext nicht so ganz sinnvoll erscheinen. Oh mein, das war die beste Thomas-Folge aller Zeiten. Aller Zeiten? Du meinst, es wird nie eine Folge geben, die besser sein wird als die? Aller Zeiten. Alle Zeiten sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Gut, da gibt es noch spezifischeres wie Plusquamperfekt, Perfekt, Präteritum zu Futur 1 und 2, aber grob gesehen eben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn man also sagt, die beste Thomas-Folge aller Zeiten, sagt man damit die beste Thomas-Folge bisher, momentan und in der Zukunft. Aber wie will man denn bitte wissen, was die Zukunft bringt? Gut, weil ich kann es schon verstehen, wenn man eine Folge sehr feiert, dann ist die Chance, dass es irgendwann eine bessere Folge geben wird, eher unwahrscheinlich. Aber gibt man nun eine unendliche Menge an Zeit zur Rechnung, weil die Zukunft ist ja relativ unendlich, so steigt die Chance auf 100%. Sprich, irgendwann wird es etwas Besseres geben. Also, was kann man stattdessen sagen? Vielleicht sowas. Oh mein, das war die beste Thomas-Folge bisher. Warte. Ja, besser. Aber trotzdem klingt bisher irgendwie komisch. Naja, vermeide trotzdem möglichst aller Zeiten zu sagen, das passt mir irgendwie nicht. Und ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Und wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich esse jetzt einen Brotchip. Ciao. Okay, jetzt mal im Ernst. Die meisten werden das hier wahrscheinlich ganz und gar nicht verstanden haben. Lasst mich erklären. Daniel hat aus seinem ersten Kanal Gerobot so ein Video gemacht, als er 100 Abonnenten erreicht hatte. Und das war so eine kleine Hommage daran. Also ja, 1000 Abonnenten. Yay. Vierstellig. Also gut. Danke, denke ich mal. Das ist definitiv einer der größten Meilensteine für meinen Kanal bisher. Schönen Tag euch allen noch. Cheerio.